Abend. Ich hoffe, dass die verehrten Anwesenden, männlich wie weiblich, mich gut hören können. Wir hören gut. Herr Ilkovic, Sie haben gewinkt, also das nehme ich für alle stellvertretend, Herr Axenroth ebenso. Und bevor ich mich eigentlich mit diesen Themen, die ich für heute ausgewählt habe, beginnen möchte, möchte ich einmal auf die kalendarische Aktualität hinweisen. Am heutigen haben wir Rosh Chodesh, das heißt Neumond, Beginn eines neuen Monats. Und Rosh Chodesh feiern wir aufgrund der Tatsache, dass wir unser Kalender und damit unser jüdisches Leben oder Lebensführung nach dem Kalender, nach dem Mondkalender einrichten. Wir haben einen Monat von Neumond bis Neumond. Und außerdem ist es eine Besonderheit, dass für uns die Monate 29 beziehungsweise 30 Tage haben. Und wenn ein Monat aufgrund der Mondlauf für 29 Tage damals von Bedin, heute von den Kalenderwissenschaftlern zusammengestellt ist, dann haben wir Rosh Chodesh, Neumond, nur einen Tag lang. Das ist ein synagogales, ein liturgisches Fest, die man hauptsächlich in der Synagoge begeht, durch eine bestimmte Gebetsordnung. Und es gibt Monate aufgrund der Tatsache, dass wir auch Monate haben mit 30 Tagen. So auch der Monat Nisan, den wir jetzt verlassen haben. Und dann den nächsten Monat, das ist der Monat Iyar, begehen werden. Da diese Nisan 30 Tage dauerte, dann haben wir jetzt 2 Tage lang Rosh Chodesh gefeiert. Und heute, dieser 30. Tag, gilt gleichzeitig der erste Tag des kommenden Monats Iyar. Wenn wir, wie schon erwähnt, 29 Tage im Monat haben, da haben wir einen einzigen Tag, Rosh Chodesh, den ersten Tag immer des kommenden Monats. Diesmal haben wir 2 Rosh Chodesh-Tage, der letzte Tag des Monats Nisan und der erste Tag des kommenden Monats Iyar. Wir werden noch über Kalender und die praktische Bedeutung des Kalenders fürs jüdische Leben, für die jüdische Lebensführung, für das jüdische religiöses Verhalten noch viel erzählen. Heute nur so viel, dass dieser Monat Iyar war ursprünglich ein armer Monat, hatte keine Feiertage, keine besonderen Tage gehabt. Jedoch diesmal, und das hat uns die Neuzeit, was uns als Geschenk gegeben wurde, die Entstehung, Wiederentstehung des selbstständigen jüdischen Staates. Am 5. des Monats Iyar feiern wir die Proklamation, die Erinnerung an die Proklamation des jüdischen Staates Israel, das im Jahre 1948 erfolgte, ursprünglich durch einen Beschluss der Vereinten Nationen, aber die Gegner des jüdischen Staates, alle umliegenden arabischen Nachbarn, haben sofort den Krieg begonnen. Und damit ist dieser
Unabhängigkeitstag des jüdischen Staates gleichzeitig mitten im Kriege gefeiert worden. Und seitdem auch häufig wurde dieses Fest in kriegerischen Zeiten gefeiert, häufig mitten in kriegerischen Auseinandersetzungen. In diesem Jahre vielleicht gibt es einen kleinen Sonnenschein aus dem Osten, dass es gelang, mit einigen früheren aktiven arabischen Gegnern einen Frieden oder kalten Frieden zu schließen. Wir haben heute der Reihe nach mit Ägypten, mit dem intransigentesten arabischen Staat in unserer Region und dann auch mit Jordanien, mit einem direkten Nachbar, einen richtigen Friedensvertrag. Und wir haben die Hoffnung, dass es vielleicht gelingt, mit einigen Staaten im Emirat auch einen richtigen Frieden zu schließen. Also die allgemeine politische, strategische Lage des jüdischen Staates nach 2000 Jahren ist rosiger als früher. Und wenn Sie sagen, falls Sie vielleicht fragen würden, was hat das mit jüdischer Religion zu tun, dass man einen Staat hat und einen Staat feiert, dann kann ich darauf antworten mit unzähligen prophetischen Aussagen, dass man die Hoffnung stets gehegt hat, nach Jerusalem, nach dem Heiligen Land, eines Tages doch zurückkehren zu dürfen. Man hat die Hoffnung nie aufgegeben. Nicht ohne Grund ist die Tikva, die Hoffnung, mitten im Hymne des jüdischen Staates aufgenommen, aber die Sätze wie Velirushalayim Ircha Barachamim Tashuv, die unzähligen Gebete unserer Vorfahren und uns selbst, kann man nicht vergessen. Lass uns nach Jerusalem in deiner großen Erbarmung, in Barmherzigkeit zurückkehren. Weil wir schon erwähnt haben, dass dies unzählige Gebete beinhaltet worden, dann ist es auch angebracht, dass wir heute über die kulturgeschichtliche Rolle des Gebetes im jüdischen Leben sprechen. Das Gebet wie auch das Beten haben im Judentum eine lange und mannigfaltige Geschichte erfahren. Sinn und Inhalt des Gebetes ist traditionell ausgedrückt Avodah Shebalev, ein Dienst dem Herrn im Herzen oder mit dem Herzen, das heißt eine emotionale Angelegenheit. Bereits im ältesten der festgelegten jüdischen Gebete in Kriyat Shema im 5. Mosebuch, im Shema Israel, wird auch festgehalten, dass du sollst den Herrn, dein Gott, mit deiner ganzen Seele und mit dem ganzen Herzen lieben. Diesen Dienst verinnerlichen wir heute im Gebet. Es ist zweifelsohne älteste und bekannteste der jüdischen Gebete. Diese Form des Dienstes an Gott war anstelle der Darbringung der Opfer im Heiligtum, im Bet HaMikdash, im Tempel zu Jerusalem. Dies war die Opferung in Jerusalem, war ein sakrales, gottgeweihtes Gemeinschaftserlebnis des gesamten Volkes. Das Darbringen der Opfer geschah aufgrund exakten Regelungen, Gebote und Anordnungen, die wir teilweise auch
voriges Mal im 3. Mosebuch behandelt haben und die allesamt in der Tora genauestens festgelegt waren. Sie beinhalteten sowohl die Opfer für den Alltag als auch für die Festtage. Obwohl dieser Opferkult seit der Zerstörung des 2. Beit Sheni, des 2. Tempels in Jerusalem im Jahre 70 nach der Zeitrechnung nicht mehr existierte, nicht mehr praktiziert worden ist, bilden die Anordnung und die Form der ehemaligen Opfergaben die Grundlage unserer heutigen Gebetsordnung. Der Übergang vom Tempeldienst, von Opfergottesdienst in Jerusalem in eine neue Form der regelmäßigen Gebete, den Gemeinschaftszentren, erfolgte sukzessive. Eine Legende berichtet darüber, dass die erste Gebetsstätte in Form einer Synagoge, eine Bet HaKnesset, ein Haus der Versammlung des Volkes, nach der Zerstörung des 1. Bet HaMikdash durch die Babylonier, eine altertümliche Supermacht, im Jahre 586 vor der bürgerlichen Zeitrechnung erbaut wurde. Die aus dem jüdischen Land vertriebenen Väter und Ahnen, beiderseits Männer wie Frauen, errichteten dort aus diesen ihr erstes Bethaus aus den Steinen des Tempels, die sie stellvertretend mitgenommen haben. Nach Ende des babylonischen Exils, der Verbannung in Babylonien, also im heutigen Irak, existieren zur Zeit des Beit Sheni, des wiederaufgebauten 2. Tempels im 3. und 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung, auch Bethäuser neben dem Jerusalemer Heiligtum, wo Opfer nach der klassischen Art wieder dargebracht wurden. Jedoch war die gleichzeitige parallele Existenz dieser beiden sakralen Formen des Gottesdienstes nicht von langer Dauer, weil mit der Zerstörung des 2. Tempels der Opferkult endgültig aufgehört hat, ein regelmäßiges, konkretisiertes Dasein zu führen. Seit jener Zeit begleitete das Gebet das Leben unseres Volkes, gewann immer mehr an Gewicht der Interpretation der Worte der Propheten, wie zum Beispiel einer der frühen Propheten, Hosea, im 8. Jahrhundert vor der Zeit. Er sagte, Kehu imachem devarim, nehmet euch die Worte mit und kehret zurück zum Herrn und spreche zu ihm, vergib uns die ganze Schuld und nimm Gutes an, so dass wir anstatt Opfertiere die Frucht unserer Lippen darbringen. Dieser Prophet hat mit dieser Aussage, die Sie in Kapitel 14, Vers 3 nachlesen können, einen wesentlichen Übergang in Praxis der jüdischen Religionsausübung festgehalten, dass die Gebete für Buße, Umkehr sorgen können, dass sie ein Anrecht auf Erhör haben und dass sie auch Buße bewirken und dass sie anstelle des ehemaligen Opferkultes stehen. Es ist wahr, dass die Propheten haben häufig die nicht ganz mit heutigen Maßstäben zu bewerkstelligende oder auch gut zu heißende Opferkult auch kritisiert haben. Und die haben häufig gesagt, opfert nicht so viel das Gefühl, eure Gefühle und eure
ehrliche Gedanken sollen euch zum Gott führen. Die bisherigen Opfergaben dienten dazu, die Kinder ursprünglich zu ihrem himmlischen Vater, zu ihrem Gott näher zu bringen. Das hebräische Wort Opfer heißt Korban, ist verwandt mit dem Verb Lekarev, näherbringen. Die Tempelopfer näherbringen, das heißt, dass diese Opfer sollten die Opfer der Massen zum Gott näherbringen. Die Opfer wurden und Leviten von Priester und ihre Mithelfer, den Leviten, auch dargebracht, aber sie haben dadurch erfüllt, dass sie für die Menge des Volkes die Nähe Gottes herstellen konnten. So wie die Opfer hat es ihr Ziel, eine engere Beziehung zwischen Gott und seinem Volk herzustellen. In der Zeit nach der Tempelzerstörung, nach der Korban, wurden die Inhalte, das Wesen und der Ursprung der Gebete konkretisiert. Hier greift eine gewaltige Änderung in der Religionsausübung ein. Das Wort, das gesprochene Wort, steht an der Stelle der einstigen Opfertiere. Und damit wird durch das Wort, durch das Sprechen der Gebete, diese für die Kollektive, für die Gesamtheit, die Aktivierung der Gesamtheit des Volkes gewährleistet. Der Talmud, die nachbiblische Literatur, über die wir noch auch vieles erzählen werden, befasst sich in einer Diskussion mit der Frage, ob die Erzväter oder die späteren Gelehrten die täglichen festgesetzten Gebete eingeführt hätten. Es gab Meinungen, die sagten, Tefilot Avot Tiknum, die Väter Abraham, Isaak und Jakob haben schon vorausgesehen und diese Gebete und Gebetsordnungen eingeführt. Dazu werden die Lehren anderer talmudischer Meister geführt. Das ist in der Tat von den Vätern installiert worden. Nämlich Abraham, der erste Erzvater, hat ja das Morgengebet eingeführt. Dann hat er verständlich gefragt, wie kommst du darauf, das Abraham anzuhängen? Vayashkem Abraham Baboker, und Abraham stand früh morgen auf, lesen wir im ersten Buch Mose bei der Opferungsszene von Isaac. Und man sagte, Hashkama ist nichts anderes als das Gebet am frühen Morgen, das Morgengebet. Und das Nachmittagsgebet, die Mincha, haben die Gelehrten an Erzvater Yitzhak, an den zweiten Erzvater, angehängt. Und Vayetze Yitzhak Lassuach Bassadeh, Isaac ging hinaus auf dem Felde, sich zum Sinnen. Und da sagten die Gelehrten, ist in der Tat kein Sinnen ohne Beten. Also man kann das auch Isaac ankreiden, dass er das Nachmittagsgebet eingeführt hat. Und das Abendgebet, dritte Tagesgebet, wurde wiederum dem Erzvater Jakob, dem dritten der Erzväter, angehängt, tradiert. Und da hat man den Satz dazu zu Hilfe gerufen, Vayifka bamakom vayalen sham. Das heißt, bei dem Traum Jakobs, er kam an dem Orten an und übernachtete dort. Vayifka bamakom, sagte man, das ist nicht anders vorzustellen, als er hat dort gebetet. Somit haben wir die drei Tagesgebete,
die bis zum heutigen Tage die Stationen eines traditionellen Juden darlegen, auch schon bereits von Zeiten her festgelegt bekommen. Ein Gelehrter, Rabbi Joshua ben Levi, der im dritten Jahrhundert nach der Zeit lebte, wir sind schon nach der Zerstörung, nach der Verbannung, meinte dagegen, dass die Rabbiner, die Meister, haben diese Gebete eingerichtet, weil sie es waren, die bestimmten, dass das bereits im Talmud, im Vorfeld der Mishnah festgelegt wird, dass der Morgengebet eigentlich bis mittags gesprochen werden darf. Heute nehmen wir das etwas strenger, aber die Gelehrten der Mishnah waren noch liberaler, haben Morgengebet bis mittags erlaubt und das Nachmittagsgebet sogar bis am Abend. Und für das Abendgebet haben sie keinen festgesetzten Zeitpunkt angeordnet, ad chazot, bis Mitternacht. Es kann daher im Laufe der gesamten Nacht gesprochen werden. Bis zum Ende der biblischen Zeit, das ist etwa im 1. Jahrhundert vor der Zeit, waren die Texte der Gebete nicht festgelegt. Das ist entscheidend, dass man den Menschen sozusagen ein Standard-Gebetsformulierung gegeben hat. Man hat sozusagen das Niederschreiben der Gebete negativ beurteilt, weil das eben gegen die Kavana, gegen die Andacht errichtet konnte. Und außer dem Schma Israel hat man nichts Festgefügtes am Anfang gehabt, keine festgefügten Gebete, sondern ein jeder durfte die Freiheit genießen, seine Gebete von seinem Herzen für seinen Herrn zu formulieren. Von dem, einem bekannten Vers aus der Tora unterstützt zu sein, da lesen wir: Bechol makom asher askiret shemi avoy lecha uvirakticha. An jeglichem Ort, den du meinen Namen aufrufst, komme ich zu dir und segne ich dich. Dennoch, später die Männer der Verwaltung, der Sanhedrin, also die große Verwaltungsorgan, die oberste jüdische, religiöse und auch eine Weile politische Instanz und gleichzeitig oberster Gerichtshof, in der Zeit von Ezra und Nehemia, etwa im 4. Jahrhundert vor der Zeit, haben die Texte des 18. Gebetes, des bis heute bekannten Shmone Esrei, festgelegt. Die Shmone Esrei, das 18. Gebet, ist nach dem Schma Israel vielleicht bekannteste und wichtigste Tagesgebet eines Juden. Es ist auch Amida genannt, weil diese stehend in östlichen Richtung gesprochen wird. Und die Amida beinhaltet die 18 Segenssprüche, sowohl private Gebete als auch Gebete für die Gemeinschaft und Gebete für die Erlösung und für die Rückkehr nach Jerusalem. Und lassen Sie vielleicht noch dazu sagen, dass diese stille Andacht vielleicht gehört zu den wenigen stillen Gebeten des jüdischen Gemeinschaft, indem man eine Synagoge auf Stille herrscht. Dies spricht ein jeder zuerst für sich und dann soweit ein Gemeinschaftsgottesdienst durchgeführt wird, das heißt
mindestens 10 erwachsene Männer dort anwesend sind, wird dies vom Vorbeter wiederholt und die Gemeinschaft spricht daraufhin das Amen. Damit wiederum ein hebräisches Wort, das in aller Welt in bei jeglicher Religionen bekannt ist. Es ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt, das Sprichwort, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich will nicht damit diskutieren. Ich weiß nicht, wie sicher das Amen in der Kirche ist. Aber wenn man eine jüdische Gemeinde eine Benediktion hört, dann spricht man danach Amen. Amen heißt, ich bin einverstanden, ich bin bei dir, ich bin mit dir, du bist nicht allein, wir sind mit dabei. Das heißt, ein Ausdruck der Solidarität, der Zusammengehörigkeit und ein Wort, das ebenfalls von der jüdischen Gebetsordnung in die Welt den Weg hinausgefunden hat. Einige Jahrhunderte später aber wurden die Gebete formell festgehalten. Ein Gebetbuch wie heute gab es damals noch nicht. Die Gebete wurden häufig für die Privaten oder für die Gemeinschaft niedergeschrieben. Und wahrscheinlich hat auch sehr oft ein Vorbeter eine einzige handgeschriebene Gebetsbuch gehabt und um ihn herum standen Erwachsene und guckten in seinem Buch hinein. Bis zum Mittelalter waren alle Texte des Gebetsbuches handgeschrieben, handlich niedergeschrieben und einige in der heutigen Verwendung werden festgehalten. Der Siddur, das Gebetsbuch, Siddur heißt geordnet. In der jüdischen Gemeinschaft herrscht häufig Unordnung. Wir sind doch gewissermaßen stolz darauf, dass wir die Unordnung lieben, die Unordnung praktizieren, aber das Geordnete. Wenn Sie ein Siddur aufmachen, beginnt mit dem Morgengebet. Das ist scheinbar ein Widerspruch, weil der Tag des Juden beginnt mit dem Abend, mit dem Vorabend. Dennoch, das Siddur beginnt mit dem Morgengebet. Und dann Gebet, Nachmittags- und Abendgebet. Und nachher kommen dann die besonderen Tage des Jahres. Der Schabbat, Freitagabend. Und Schabbatnachmittag ist die Reihenfolge. Und erst dann kommen die Feiertage. Und besondere Anlässe. Ein jüdischer Volkskundler, der bekannte deutsch-jüdische Volkskundler Julius Bergmann, Ende des 19. Jahrhunderts ist er geboren, wertet die Wurzeln der klassischen jüdischen Gebete zutreffend. In der Berufung auf Gottes frühere Taten und Gnaden offenbart sich das historische Element der jüdischen Frömmigkeit. Das heißt, ein jedes Gebet ist vor allem ein Bekenntnis. Ein Musterbeispiel für diese Gebetsweise ist Esras Gebet nach der Rückkehr aus der babylonischen Verbannung. Esra war nach Erzählung der Bibel des Tanach ein Kohen, ein Nachkomme des ersten Hohepriesters Aaron. Er lebte nach der Zeit des babylonischen Exils noch im persischen Weltreich und gehörte zur jüdischen Gemeinde. Die
zum Teil noch in Babylonien, also im heutigen Irak, lebte. Aber durch das Edikt des Herrschers Kyros schon zu einem großen Teil wieder in die jüdische Provinz des jüdischen Landes Jehuda heimkehren konnte. Ezra hatte am persischen Hof das Amt eines Staatssekretärs für religiöse Angelegenheiten für Juden erfüllt. Mit Vollmachten ausgestattet, zog Ezra im Jahre etwa 458, nagen Sie mich nicht fest, die Kalender waren nicht genau geschrieben, kehrte nach Jerusalem, nach Jerusalem zurück. Ezras Gebet, die eben festgehalten wird, mit der Erinnerung an die Welterschöpfung und durchläuft die ganze Geschichte des jüdischen Volkes, ist festgehalten. Vielleicht einiges darf man davon zitieren. Herr Gott, du bist allein. Du hast Himmel und Erde gemacht und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was drin ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Du bist der Herr Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn von der Gegend von Chaldea ausgeführt und nach dem heiligen Land geführt hast. Und du hast gesehen das Elend unserer Väter in der Unterdrückung in Ägypten und ihr Schreien erhört. Und du hast das Meer von ihnen geöffnet, zerrissen, dass sie mitten im Meer trockenen Fußes durchwarten konnten. Und sie geführt des Tages in eine Wolkensäule und des Nachts in eine Feuersäule, ihnen zu leuchten auf den Weg, den sie zogen. Und bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und gegeben ein wahrhaftiges Recht und ein rechtes Gesetz und gute Gebote und Sitten. Und du vermehrtest ihre Kinder wie die Steine am Himmel und brachte sie in das Land, das du ihren Vätern verheißen hast. Diese Gebetsformel, in dem Ezra die jüdische Geschichte, die Urgeschichte nochmal aufgezählt hat, um Gott lobend und huldigend zu erwähnen, ist Inhalt oder Form nach in vielerlei Gebeten bis zum heutigen Tage. Nicht nur am Wochentag oder Schabbat, sondern vor allem an den hohen Feiertagen. Wenn Sie ein Festtagsgebetbuch zu Rosh Hashanah oder Yom Kippur, also zu anderen Fest aufmachen, werden Sie feststellen, dass diese die jüdische Geschichte unzählige Male und unzählige Aspekte her erzählen. Und wenn Sie fragen, ja, für wen erzählen wir das? Der liebe Gott wusste das alles. Wir erzählen das für uns selbst. Wir Kinder sollen es nicht vergessen, sollen es stets vergegenwärtigen und immer wieder erleben. So etwa kurz gefasst die Kulturgeschichte des Gebetes, wie wir Juden beten und inhaltlich, was wir beten und auch, was andere auch von uns übernommen haben. Ich würde hier eine kurze Pause einfügen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, vielleicht wollen Sie eine Zwischenfrage stellen, was Sie nicht richtig verstehen konnten, was Sie nicht richtig verstanden haben und was Sie vielleicht mehr erläutern können oder womit Sie vielleicht diskutieren können.
Bitte schön, wer möchte die Fragereihe eröffnen? Keine. Frau Schindelholzer-Barus, bitte schön. Herr Rabinerberger, Sie können meine Frage auch gerne. Ich muss lauter machen, ja? Mein Mikrofon, damit ich. Bitte schön. Ja, Sie können meine Frage auch später behandeln, weil sie nicht direkt zu den Gebeten gehört. Aber Sie haben erwähnt, dass der jüdische neue Tag am Abend beginnt. Und meine Frage ist, warum? Es liegt auf der Hand, so nach dem Empfinden, man geht dann schlafen, gerade wenn der Tag beginnt. Und dann geht die Sonne auf und der neue Tag aus säkularer Sicht beginnt. Sie erklären es mir bitte. Liebe Frau Schindelholzer-Barus, Ihre Frage ist sehr logisch. Nur, die Juden waren nicht so logisch, wie Sie das formuliert haben. Juden suchten immer nach einem textlichen Beweis aus der Tora. Und da in der Tora bei der Schöpfungsgeschichte, bei der Erschaffung der Welt geschrieben steht, Vayhi Erev, Vayhi Boker, es ward Abend und es ward Morgen, am ersten Tag, am zweiten und so weiter bis zum Schabbat. Oh, ja. Und selbst am Schabbat ist es Abend und Morgen. Von der Tatsache her, dass die Schrift erstmal den Abend erwähnt, und dann den Morgen, daher hat man angenommen, dass der Tag mit dem Abend seinen Anfang nehmen muss. Das überzeugt. Dankeschön, ich freue mich, dass ich Sie überzeugen konnte. Aber ich muss Ihnen sagen, viele andere Religionen, die auch vieles von uns übernommen haben, das haben sie nicht übernommen. Aber es gibt Spuren. Selbst in katholischen, christlichen Praxis beginnt Weihnachten am Vorabend mit dem Heiligabend, beginnt Ostern mit der Osternacht, also am Vorabend. Also wenigstens diese zwei größten Feste der Christenheit hatten diese Tradition bewahrt. Wir beginnen also jeden Tag mit dem Abend und dann mit dem Morgen. Das heißt, wenn man so dunkel wird draußen, das ist ein Zeichen für uns, für den Abend. Und dann kann man das Abendgebet, das eigentlich zum nächsten Tag gehört, beginnen. Und selbstverständlich, ich mache es besonders an einem Schabbat, kommt es darauf an, wann lassen wir den Schabbat wegziehen? Wann verabschieden wir den Schabbat? Wenn es wieder draußen dunkel wird, wenn man, nicht jeder hat so eine elektronische Uhr gehabt wie heutzutage, die meisten von uns, man hat rausgeguckt, sind die Sterne, die drei Sterne schon da, dann ist es schon Abend. Dann hat man gewusst, jetzt kann man schon das Abendgebet und Abschied des Schabbattages, über diese Prozedur werden wir uns noch beschäftigen, kann man schon sprechen, es ist schon der Schabbat zu Ende gegangen. Auch Freitag, so weit will, auch Freitag beginnt der Schabbat am Abend. Bitte? Auch Freitag, auch Schabbat beginnt am Freitag. Selbstverständlich, selbstverständlich nur Freitag. Abend nehmen wir etwas uns vor. Beginnen wir nicht mit den drei Sternen, wenn es schon stockdunkel ist, sondern wenn die Sonne untergeht und es wird schon langsam Dämmerung. Dann, besonders seitdem im Heiligen Lande die Mystiker, die Kabbalisten tätig waren, haben wir schon angefangen, Schabbat zu feiern. Wir haben einen Jux daraus gemacht, die Sonne geht unter, es wird Dämmerung, der Schabbat zieht sich ein. Man hat auch ein Lied gedichtet,
zum Einzug des Schabbattages. Es ist ein Lied, Lecha Dodi, komm mein Freund, der Schabbat gegen die Schabbat. Prinz und Prinzessin wollen wir zur Vermählung führen. Das heißt, die Schabbatbraut wollen wir empfangen. Man hat diese Schabbatempfang auch wortwörtlich ausgedeutet und auch dargestellt. Man sagte, dass man im Heiligen Lande im Mittelalter die Kabbalisten, die Mystiker, insbesondere im Norden der Galil, in Zfat, rausgegangen sind aus der Synagoge und bei der Dämmerung des Schabbat zu begrüßen. Das heißt, direkt Schabbat mit einem Naturspektakel, mit der Dämmerung. Und wenn Sie mal in Israel einen Abend erlebt haben, wissen Sie, dass dort unter diesem Klima und Situation am Mittelmeer sehr schnell dunkel wird. Es gibt nicht eine lange Dämmerung wie hierzulande, sondern die Sonne geht unter und im Tschick-Tschack zwei Minuten wird schon stockdunkel. Das ist der Punkt, wie der Schabbat einzieht. Ja, haben wir noch Fragen zu dem Gebet und Gebetsordnung? Vielleicht ist es auch interessant zu erwähnen, dass die Gebetsordnung ist sozusagen in klassischen Zeiten ein Eigentum von jeder Gemeinde. Jede Gemeinde hat eine eigene Gebetsordnung, eigene Spezialitäten gehabt, die ihre Ritus auszeichnete. Zum Beispiel, Herr Hilkowitz, ich bin sicher, dass früher in Pforzheim auch gewisse eigene Minhagim, eigene Sitten und Bräuche waswaren, die halt anderswo nicht so begangen wurden. Und insoweit sind deutsche Juden federführend gewesen für das mittel- und westeuropäische aschkenasische Gebetsordnung. Die Sfardim, die Ostjuden und auch die sfardische Juden aus Spanien, Nordafrika, haben eine andere Gebetsordnung gehabt. Aber Schabbat blieb Schabbat, Festtage blieben Festtage, wenn auch gewisse Gebetsformulierungen und Gebete anders oder an anderen Stellen gesprochen wurden. Ich bin stolz darauf, dass die aschkenasische Gebetsordnung wenigstens an einigen Stellen bis zum heutigen Tage federführend ist. Zum Beispiel Kaddischgebet. Kaddischgebet spricht man auch zum Abschluss eine Stelle im Gebetbuch, aber Kaddisch spricht man auch als Trauergebet. Diese Trauerkaddisch und auch sogar die Jahrzeit ist eine Einrichtung der aschkenasischen Juden. Im 13. Jahrhundert, im Mittelalter, hat der Wiener Neustadter Rabbiner eingeführt, dass man auf dem Trauertag der Eltern oder Großeltern auch ein Gottesdienst veranstaltet und dort das Kaddischgebet spricht. Daher war ja lange Zeit, bis jüngste Zeit, dieser Gedenkgottesdienst Jahrzeit genannt. Bitte schön, können Sie lauter sprechen? Knapp 50% in der kürzester Zeit hat sich also fast die Hälfte des jüdischen Volkes weltweit in Israel wieder versammelt, ein viel größeres Verhältnis als damals aus Ägypten, obwohl alle aus Ägypten auszogen und es gab guten Grund, aus Ägypten auszuziehen. Trotzdem entschieden sich mehr dafür, heute nach Israel zu ziehen.
als damals außergewöhnlich aus. Verzeihung, können Sie vielleicht etwas langsamer sprechen? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Wahrscheinlich nach einem Monat, nach dem Auslösergebnis, und Sie waren bewaffnet. Sie haben sich im Krieg gestellt und Sie haben sich verteidigt und im Krieg gewonnen. Sie waren also bewaffnet. Und vermutlich haben Sie auch viele Waffen den Ägyptern abnehmen können, die es ausdrücklich heißt, dass die Ägypter nach der Spaltung in den Tod vor Ihnen lagen und vermutlich auch Ihre Waffen und Rüstung noch dabei hatten. Also wir können davon ausgehen, dass sowohl beim Auszug als auch nach... Verzeihen Sie, ich habe leider oder das Mikrofon oder Sie stehen zu nahe zum Mikrofon, habe ich leider nicht verstanden. Könnten Sie das Wesentliche der Frage wiederholen? Hören Sie mich? Ich habe eine kleine Frage, das war bei Kadisch. Kadisch betreffend haben Sie die Frage. Ja. Bitte schön. Was wollen Sie? Ich habe gehört, das ist für Trauergebet ist zwei Typen, mit Namen oder ohne Namen. Kaddisch ist Gebet oder ohne Namen. Kaddisch ist ohne Namen, stimmt. Ja, weil ich, diese Teilung habe ich jetzt mal gehört von meinem Unterricht. Und die Frage ist, vom der Kaddisch Jotam, muss man Namen vom Verstorbenen sagen oder muss nicht unbedingt sagen? Vorname Verstorbenen. Kaddisch Yatom, also Trauerkaddisch, sagen wir mindestens 11 Monate nach dem Todesfall der nächsten Angehörigen. Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Kind, also Sohn, Tochter. Nach denen sagt man Kaddisch Yatom. 11 Monate ja, lang. Ja, ich weiß. Aber die, vor dem Kaddisch muss man unbedingt Namen Nihilut Nishmat sagen, vom wir lesen, oder muss man nicht sagen? Im Kaddisch selbst sagt man Namen nicht, weil Kaddisch Yatom spricht derjenige, der Trauernde. Der Trauernde kennt doch den Namen seines Vaters, Mutter oder der Angehörige, nachdem er Kaddisch spricht. Aber trotzdem das heißt, vor dem Kaddisch Yatom muss man nicht sagen, dass Nishmat vor jemandem, oder kann man direkt sagen? Kaddisch sagt man direkt an bestimmten Stellen des Gottesdienstes. Ohne Namen vom Verstorbenen. Ohne Namen, also nach unserer Tradition ohne Namen. Namen sagt man bei Kelmal Rachamim, beim Gedenkgebet vor der Torarolle. Ja, ich meine, das ist vor dem Kaddisch, muss man nicht sagen. Nein, nach unserer Praxis nicht. Es gibt vielleicht eine mögliche andere sfardische oder eine andere Ritus, wo man den Namen des Toten spricht. Aber nach unserer Praxis ist es nicht üblich, bei Kaddisch Yatom auch den Namen zu sagen. Und ich kann es Ihnen rationell erklären, warum nicht. Weil die Gemeinden hat früher jeder jeden gekannt und man hat gewusst, nach wem er Kaddisch sagt. Man hat einander gekannt. Und noch dazu, derjenige, der Trauerkaddisch sprach, saß nicht an seinem ursprünglichen Platz, sondern wurde gebeten, für die Trauerzeit, für das Trauerjahr, an einem anderen Platz zu sitzen. Nur, wie gesagt, bei Yiskor, bei dem Gedenkgebet an den Feiertagen, an Yom Kippur, Sukkot, Ende Sukkot und Pesach, dann sagt man die Namen des Verstorbenen,
des ganzen Jahres häufig von der eigenen Gemeinde. Aber gewöhnlich sagt man zum Kaddisch keinen Namen der Verstorbenen. Weil Lo Aleinu soll es nicht auf uns zukommen. Aber wenn Sie Kaddisch sagen, Sie wissen, nach wem Sie Kaddisch sagen. Also es ist nicht erforderlich, dass Sie den Namen aussprechen. Zum Beispiel führe ich Beerdigung. Verstorbenen muss man vor der Kaddisch sagen, Name Nilui Nishmat sagen. Nilui Nishmat, und dann sagt er. Muss man sagen, vor dem, zum Beispiel vor Beerdigung, der meinen ja, Sie? Ja. Beerdigung ist eine andere Angelegenheit. Bei Beerdigungen trifft es noch mehr zu, dass ein jeder Gemeinde eigene Sitten und Bräuche hat, wie man eine Beerdigung in dieser Gemeinde, an diesem Friedhof durchführt. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die Gemeinde es auch so eingeführt hat, dass man vor dem Kaddisch auch den Namen spricht. Und es ist leider auch so, dass heutzutage kommt es vor, dass diejenigen, die Kaddisch sagen, die Kinder oder Angehörige, Unwissende sind, und daher ist es angebracht, dass Sie den Namen aussprechen. Danke. Sind noch Fragen von den verehrten anwesenden Damen oder Herren? Ich hätte noch eine Frage, wenn ich darf. Selbstverständlich dürfen Sie. Ich heiße Rachel und meine Frage ist vielleicht sehr umfassend. Sie sind Frau Wildermuth? Frau Kanewski. Frau Kanewski, Verzeihung, ich sehe Sie nicht, daher wusste ich nicht. Frau Kanewski, bitteschön, fragen Sie. Hier. Und zwar das Thema, was mich interessiert, ist vielleicht ein sehr großes Thema. Es betrifft das Gebet für Frauen. Also ja, diese richtig. Verteilung und wie viel und was. Es gibt Unterschiedliches, was ich gehört habe. Wenn es nicht zu viel und zu lang ist, würden Sie vielleicht was dazu sagen? Ja, gerne. Wir, das heißt die jüdische rabbinische Gesetzgebung, unterscheidet, was die Pflichterfüllungen betrifft, zwischen Mann und Frau. Und man will eine Frau, eine jüdische Frau, nicht doppelt belasten. Dass eine jüdische Frau, die ein Haushalt, ein koscherer Haushalt zu führen hat, auch Wohltätigkeit, Spendenfreundschaft und Freunde und auch andere Aufgaben hat, man wollte eine solche jüdische Frau auch nicht zu bestimmten Uhrzeit auch noch in die Synagoge führen. Das heißt, die Frau konnte gehen, aber musste nicht. Das heißt, die Frau war nicht verpflichtet, auch diese Tagesgebete und noch vieles andere Gebote der Tora zu erfüllen, weil sie als Frau davon befreit war. Das ist nur eine Art Akt der Toleranz und des Verständnisses. Ich verstehe. Es ist auch, vor allem, wenn man kleinere Kinder hat, ist das auch gar nicht möglich, wenn es kein Ruf ist. Man darf einfach zum Beispiel am Schabbat, dann, es ist einfach wirklich unmöglich, wenn das Kind sich nicht allein bewegen richtig. Kann. Richtig. Aber es bestimmt ein was ich immer wieder hörte, was ich sag mal, das Minimum, was man versuchen soll, zu Hause möglichst zum bestimmten Zeitpunkt zu erfüllen. Oder habe ich das nein, das haben Sie richtig gehört. Das schließt nicht aus, dass selbst wenn eine Frau bestimmte synagogale Pflichten nicht erfüllen muss, dass sie das zu Hause beim Tagesgebet
oder beim Lichtzünden oder bei anderen, auch zu Hause für sich erfüllt. Was Schabbat betrifft, ne, das brauche ich nicht zu fragen, oder bei den Sukkot, bei Hanukkah, so überall, wo man bei Feiertagen Kerzen anzündet, das ist klar. Ist das richtig, dass man möglichst Amidah lesen soll, mit natürlich morgendlichen Brachot, also diese kleine Pen, was genau betrifft das? Richtig. Also, es gibt, wir beginnen das Morgengebet mit dem morgendlichen Brachot, indem wir sagen, ich danke dem Herrn, dass ich als Mann geboren wurde. Und eine Frau spricht, She'asani kirtzono. Wir danken Gott, dass er sich nach seinem Willen mich als Frau erschaffen hat. Ich habe von meinem Meister gehört, das ist eigentlich viel wesentlicher. Viel wichtiger ist, was die Frau sagt in dieser Bracha. She'asono heißt, dass ich als Frau bin die Erfüllung des Willen, des schöpferischen Willen Gottes. Der Mann ist derjenige, der dankt, dass er ein Mann ist und nicht Kinder gebären muss und ähnliche schwierige Aufgaben für eine jüdische Frau erfüllen muss. Aber die Frau ist eigentlich diejenige, die den Willen Gottes aus dem Willen Gottes heraus erschaffen wurde. Und diese Benediktion spricht die Frau am Morgengebet. Genau, und dann auch kommt, wenn sie nicht in die Synagoge kommt. Ja, und nachdem kommt noch der morgige Schma oder der. Richtig, richtig. Einmalige Schma. Das ist das wichtigste Teil des Tagesgebetes. Und dann die Amidah. Die Amidah, genau. Die Amidah, das habe ich vielleicht ergänzen, darf ich hinzufügen, dass diese Amidah mit geschlossenen Füßen Richtung ostwärts wird gesprochen. Der Grund dafür ist, dass man sich vorstellt, dass man vor Angesichts des Herrn steht. Und wir haben gewisse früher altertümliche Einstellungen. Wenn man vor einem großen Herrn steht, steht man quasi in Hauptachtstellung. Und wenn man Gebet beendet, bei Oseh Shalom Bim Romav, der Frieden schafft in seine Höhe, dann tritt man drei Schritte zurück. Das heißt, man endet dieses Gebet so wie bei einem hohen Herrscher, lauft man nicht einfach nachher weg, sondern erstmal drei Schritte zurück, verbeugt man sich und dann endet man dieses Gebet der Amidah. Und damit ist quasi ausreichend. Also, ja. Hallo? Entschuldigung, wer spricht jetzt? Jetzt spricht Frau Kinzler-Lieb. Ja, Frau Kinzler-Lieb, bitte. Ja, ich hätte gerne gewusst, was Amidah heißt. Amidah heißt stehendes Gebet. Aha. Das heißt, dieses Gebet wird stehend mit geschlossenen Beinen in Hauptachtstellung ostwärts, also in der vordere Richtung der Synagoge, gesprochen. Dankeschön. Bitteschön. Es ist ein Teil von Schacharit, richtig? Es ist ein Teil von Schacharit, aber auch ein Teil von Mincha und auch ein Teil von Maariv. Diese Amidah sprechen wir täglich dreimal. Ist die Uhrzeit, ich sag mal, wenn man jetzt nicht morgen früh, ich habe wirklich viel gelesen, soll so früh wie möglich, also erwünscht ist, das immer wirklich so früh wie möglich es zu machen, aber als Frau mit Kindern kann es dazu kommen, dass es ist. Wann wäre die späteste Zeitangabe, wo man sagt, bis dahin müsste ich es schaffen? Darf ich sagen, vielleicht wie die Mischna sagt, bis Mittag ist es noch erlaubt. Deine Frau besonders. Also 12 Uhr ist noch kein Verbrechen, sagen ja. wir mal. Wobei 12 Uhr, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben jetzt Sommerzeit. Die Uhrzeiten im
Nahen Osten, also im Mittelmeerraum, um 6 Uhr früh. Das heißt, 6 Uhr früh war die erste Stunde. Also die sechste Stunde war das Mittag. Also 12 Uhr, was ja jetzt bei uns 11 Uhr ist, oder? Stimmt, 11 Uhr, ja. Okay. Vielen Dank, Herr Berger, vielen Dank. Bitteschön. Noch eine Dame wollte was fragen, habe ich falsch gehört? Wenn das. Ich hätte vielleicht eine Frage noch, wenn es möglich wäre. Selbstverständlich. Ja, ich, vielleicht habe ich was überhört. Entschuldigung, Ihr Name ist, ich sehe hier nicht. Mein Name ist Sven Gröber. Ja. Ja, Herr Gröber. Ja, ich grüße Sie. Ich hätte noch einmal eine Frage zur Einführung des Gebetes. Also ich bin jetzt etwas verwundert, weil die Tradition ist ja für die Juden sehr wichtig. Ich erinnere mich an den Sederteller, wo man gesagt hat, man nimmt einen Knochen, weil ja der Tempel, also auch kein Lammknochen, weil ja der Tempel noch nicht wieder da ist, also sprich das Opfer, ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt. Ja, und wenn ich es richtig gehört habe, ist es so, dass nach der Zerstörung des Tempels 800 vor Christus praktisch dann das Gebet eingeführt wurde. Das war sozusagen ein großer Wandel, auch mit der Intention, dass manchmal das Opfer nicht mit der rechten Haltung eingenommen hatte. Trotzdem ist es ja ein ganz großer Einschnitt. Es gab ja dann auch noch einen Tempel. Warum ist das immer noch ein Opfer stark da gewesen? Also das Wort oder ist das Gebet im Wort stärker da gewesen? Vielleicht fange ich damit an, dass Sederabend einmal im Jahr, bei uns die ersten zwei Abende vom Pesach. Und diese Symbolik mit dem Opfer und Knochen auf dem Sederteller weist auf den Pesach-Lammopfer hin. Ja. Das symbolisiert es. Das ist also in übrigen Tagen, übrigen Jahreszeiten nicht der Fall. Mhm. Das heißt, die Tradition ist die Tradition des Sederabends, des Pesachfestes. Mhm. Und Sie haben recht, im zweiten Tempel hat man auch geopfert, aber die Sederzeremonie entstand nach der Zerstörung des Tempels oder wurde immer dadurch erweitert, dass man all das, was später geschah, ebenfalls hinzugefügt hat. Aber es war schon wir haben darüber gesprochen, dass eine Weile war das mit einer Parallelität. Es wurde täglich geopfert, aber wurde auch gewisse Teile des Gottesdienstes als Gebet gesprochen. Und wann endete dann dieses und sagt, okay, heute ist ja das Gebet vorrangig. Was hat den Anlass gegeben? Ja, sagen wir, um das genau festzulegen, ist nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 nach der Zeit, okay, wo die Römer Titus und der Kaiser halt die Tempelordnung vernichtet haben. Mhm. Und seitdem hat man im Tempel, der Tempel wurde zerstört und konnte man auch nicht Opfer darbringen. Und konnte man dort die Gottesdienste halt durchführen. Das ist gut sichtbar heute an der Stelle des Tempelmauers, was ein Tragemauer des Tempels ist, der Kotel Maravi, der Westmauer. Mhm. Gut. Aber bis dahin die Übergangszeit. Gut, ja. Dankeschön, ja. Ich wollte noch mal anschließen, bei den Morgengebeten sind ja diese drei größeren Gebete ja, verpflichtend vielleicht auch.
Wie ist es mit dem Abendgebet? Bin ich da freier in der Auswahl oder was? Nein, Abendgebet hat auch eine gewisse Gebetsordnung. Das ist Abendgebet. Es ist kürzer als der Morgengebet und kürzer auch deshalb, damit die Leute nach der getanen Arbeit des Tages schneller nach Hause gehen zu ihren Familien. Und Gibt es noch Fragen? Bitte schön, Frau Willemann. Und welche Gebete, wenn Sie sagen kürzer, welche Gebete sind das dann, die jeden Abend? Da steht, wenn Sie ein Siddur, haben Sie ein Siddur? Ja. Wenn Sie ein Siddur in der Hand nehmen, es beginnt mit Morgengebet, ja. Da gibt es Gelegenheitsgebete und Nachmittagsgebete, dann kommt Maariv, Abendgebet. Abendgebet zum Wochentage. Da sehen Sie, wie kurz das ist. Und ist dieser Abendgebet auch etwas, was im Grunde ein Muss ist? Oder ist das nur bei Amida jetzt, wenn man wirklich, sage ich mal, sich auf sehen Minimum... Sie, es ist keine Ermessungssache. Für einen traditionsbewussten religiösen Juden ist das eine Verpflichtung. Jemand, der nicht so genau die Dinge betrachtet, wird das lockerer nehmen. Es ist eine persönliche, familiäre oder Gemeindetradition. Wenn in einer Gemeinde, besonders in früheren Zeiten, eine Selbstverständlichkeit war, dass ein Abendgottesdienst in der Synagoge stand, dann kamen alle hin. Das war gleichzeitig eine gesellschaftliche Begegnung oder auch eine Art Kommunikationsstätte. Man hat auch gewiss andere Probleme vor dem Gebet, nach dem Gebet besprochen. Ich verstehe. Ich meinte damit jetzt als Frau spezifisch. Ne? Also es ist klar, beim Mann ist das ohne Frage, da ist das einfach... Eine Frau hat immer die freie Entscheidung über ihr Pensum, über ihr Gebetspensum, was sie kann, was sie soll und was sie nicht mehr kann. Verstehe, weil für mich war das lange Zeit, ich wollte es versuchen. Man versucht auf sich eine Mitzwa aufzunehmen und man versucht, realistische Mitzwa zu nehmen, dass man wirklich schafft. Und Amida geht es noch. Es ist eine Anschauungssache. Ich sehe alle unsere Mitzwa, die wir ausüben können, realistisch. Andere können halt anders die Dinge betrachten. Bitte schön, Frau Schindler-Zavaro, Sie haben noch eine Frage. Ja, damit schließen wir, das ist die letzte Frage. Nicht ja. Ihre letzte Frage, sondern für heute Abend. Mich würde interessieren, ob es auch so Kindergebete gibt, die beispielsweise Eltern mit Kindern sprechen. Da gibt es so in der christlichen Kultur eine Menge hübscher, kleiner, süßer Gedichte, würde ich fast, Gebete. Gibt es sowas, die Eltern mit den Kindern am Bett brechen oder so? Sicherlich. Ist da der Text, kennen Sie oder Frau eins gerade? Ja, genau. Es ist ein Ausgang, ist ein Tora-Zitat. Amalach ha-goel otimi kol ra yivarechet ha-kol ha-ne'arim und so weiter. Der Bote, der mich beschützt hat, sagt der Erzvater, der möge dich beschützen und auch die Deinigen und so weiter. Aber in jüdischen Kreisen heißt es Amalach HaGoel. Weiß man schon, das sind auch die vor dem Einschlafen das Gebet und auch das Gebet, was man mit Kindern spricht. Mhm.
Das ist an und für sich verpflichtend auf alle Tage des Jahres, Ausnahme die zwei Pesachabende, wo wir sowieso beschützt sind, hat Gott uns immer geschützt, dann kann man das darauf verzichten. Aber sonst allemal wird das gesprochen. Kann ich von Erfahrung was sagen? Bitte. Darf ich von Erfahrung was sagen? Als jüdisches Kind. Meine Mutter hat mich mit 4 Jahren angefangen zu lehren, Schma Israel. Richtig. Das war von Kind auf jeden Tag. Richtig, das ist auch für Kinder, das ist das das jüdische Gebet, das bekannteste, populärste, wichtigste, wesentlichste Aussagen des Judeseins. Darf ich dazu sagen, Mutter Ani ist auch etwas, was die Kinder sehr schnell, richtig, sehr leicht lernen. Richtig. Das ist sehr, das sehr ist gut. Aber früh morgen. Ja, ganz morgen früh so mit dem Kind, wenn man ihn weckt, das kurz zu sprechen, das geht genau. Relativ schnell. Okay. Das ist ja Moderni. Ich danke dir, Herr, dass du mich aufwecken ließest und aufstehst und dass ich wieder bei Kräften bin. Und meine Seele wieder zurückgekehrt ist. Die Vorstellung war, dass mit dem Schlaf, mit dem Traum auch die Seele einen kurzweilig verlässt. Das kommt mir nicht, danke. Bitteschön. Ich hoffe, habe ich Ihre Interessen und auch Ihre Zuneigung gespürt. Und ich darf Ihnen einen schönen Abend und bis zur nächsten Woche auch alles Gute wünschen. Wir holen, über was wir angekündigt haben, als zweites Thema für heute. Das heißt, das Gottesreich, das Reich Gottes möge kommen. Also die jüdische Variationen dafür werden wir nächste Woche selbstverständlich vortragen. Vielen Dank und danke für die Antwort. Frau Berger. Frau Berger, kann man Ihnen eine E-Mail schreiben? Selbstverständlich können Sie. Haben Sie meine E-Mail-Adresse? Nein, ich hatte Ihnen meine E-Mail-Adresse zuletzt. Und Sie sind Herr Berger, verzeihen Sie. Es war Pesach inzwischen und es war viel zu tun, aber ich werde Ihnen antworten. Gut, ich wollte Ihre E-Mail-Adresse, wenn ich haben darf, aufschreiben. Oder Sie haben meine noch, ja? JNM Berg. Ja. Jetzt kommt diese Ad. AOL, also Alfred und Ludwig. Ja. .de. Ja. .com. COM. Okay. Ja. Gute Nacht. Kommen Sie, also brauchen Sie nicht gut Heimkehr, sondern Sie sind schon zu Hause, wie meine Wenigkeit auch. Und bis zur nächsten Woche bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Leila, bleiben Sie gesund. Ah, Frau Gampel, unser Star. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut, danke. Gott sei Dank. Bin zufrieden. 2. März. Bitte? Am 2. Mai, Frau Gampel, wird in SWR 2 Ihre großartige Sendung ausgestrahlt. Am Nachmittag. Unter dem Stichwort Glaube. Ist ein Feature, was meine Tochter und die Anja Czizewski gestaltet haben. Wo die Frau Gampel zu Boze Jiddisch über jiddische Sprache und ihre Vergangenheit erzählt. Dankeschön. 2. Mai. Sonntag. Alles Gute Ihnen, kommen Sie gut heim. Bleiben Sie gesund.
nächsten Mal. Wir bleiben gesund. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Last joke.